Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start. Ihr seht's an den Feldern, heute hier auf Spanien unterwegs, Quattro Coelenas. Und ich habe mir mal wieder eine Waffe geschnappt, die wir Ewigkeiten nicht gespielt haben. Oder auch, wenn überhaupt jemals, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich mal irgendwann, aber muss Jahrzehnte her sein gefühlt. Denn ich habe mir die Whitlock Modell 86 geschnappt, 30-30 Unterhebelrepetierer. Und ihr seht, Klasse 2 bis 6, also ähnliche Klasse wie die 243, ist natürlich für so eine Karte wie hier jetzt auch eine prädestinierte Waffe, weil man einfach bis auf die Hasen und Fasane, die es hier gibt, alle Tiere jagen kann. Das größte Tier hier ist der Rothirsch. Der ist Klasse 6, wir haben Rehe, Wildschweine, Wölfe und die Steinböcke, die wir alle damit bejagen können mit der Waffe. Insofern komplettes Programm mit nur einer Waffe hier zu holen. Und das bietet sich doch auf jeden Fall an. Und den ersten Kandidaten, den hören wir auch schon. Da nehme ich mit dem Wildschwein. Vorteil der Waffe ist, dass die tatsächlich mehr Power hat als die 243. 243 hat mit der Durchschlagsmunition einen 30er Durchschlag und die hat einen 35er oder 34er, also leicht über der normalen 243 Ranger. Und muss natürlich hier ein anderes Visier benutzen, weil hier nur das Unterhebelrepetiergewehrvisier geht. Gutes Wort, habe ich gerade selber erfunden, glaube ich. Aber ja, ist kein Problem, denn auch das hat auf jeden Fall eine 8er Vergrößerung, hat nur ein anderes Absehen. Insofern macht das nicht so den krassen Unterschied. Dummerweise kommen da vorne die Wildschweine nicht. Ich sehe die zwar, aber die stehen zwar auf dem Herziehend, alle erstaunlicherweise, nur bewegt sich irgendwie keiner. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo in Schussposition kommen. Ah ja, jetzt auf einmal sind sie ruhend, wenn ich hier mein Ding wieder abbaue. Deshalb versuche ich nochmal den Wildschwein-Call hier zu starten. Ja, mal gucken, wie sie jetzt reagieren. Denn gerade waren sie irgendwie so ein bisschen stuck. Ja, wieder umherziehend. Sind buggy Wildschweine, oder? Ich glaube, die sind buggy. Die stehen zwar auf umherziehend, aber es zieht keins. Ja, gut, dann wird uns der Caller hier nichts bringen in dem Fall. Gut zu wissen, vielleicht ein Bug, der dann auch gefixt wird. Wir können ja dann ab Freitag auch dementsprechend ins neue DLC reingucken. Also auch nicht mehr allzu lang, aber kommt ein Reh. Guck mal, dann würde ich sagen, nehmen wir das einfach. Bietet sich ja an. Nachteil an der Waffe natürlich die Schussdistanz. Nicht so weit wie bei der 243. Maximal Nulldistanz hier 150 Meter. Aber natürlich deutlich geringer als mit der normalen Waffe. Und da sehen wir schon, na, der Schuss hat nicht gepasst. War wahrscheinlich ein bisschen weit hinten dran, würde ich schätzen. Aber Wildschwein auch nochmal getroffen. Okay, beides keine guten Treffer. Können wir direkt mal gucken. Wobei das Wildschwein droppt sogar. Inwieweit die Wirkung da jetzt bei einem schlechteren Treffer ist. Denn normalerweise, wenn wir von der 243 ausgehen, müsste auch Muskeltreffer ausreichend sein, um die zu töten. Ja, hier sehen wir den Anschuss. Ne, ist gar nicht mal der Anschuss. Ist. Oh, da unten ist noch ein Reh irgendwo. Auf dem Feld. Ja, guck mal. Gerade gar nicht gesehen, aber das ist da fressen. Dann kümmere ich mich erstmal um das Reh. Bevor wir das hier holen. Denn, ja, doch, jetzt sind beide tot. Gerade das Wildschwein noch nicht tot. Aber da können wir dann gleich nachsuchen gehen. Wir versuchen jetzt erstmal einen sauberen Schuss aufs Reh, denn da sollte die Wirkung natürlich dann eine deutlich bessere sein. 185 Meter ungefähr bis zu dem Tier. Müsste man nicht treffen, oder? Ein bisschen höher ansetzen und dann sollte da reingehen. Ja, der geht rein. Aber ihr seht, natürlich kein direkter tödlicher Treffer bei denen. Denn so viel Power hat die Waffe jetzt auch nicht. Oh, das eine haben wir hier sogar aber tödlich getroffen, das Wildschwein. Aber dafür ist dann echt sehr, sehr spät gedroppt. Oder ist das, ich glaube, das Reh ist als zweites gedroppt. Wildschwein dann doch ein bisschen schneller. Und das Reh einfach später. Gucken wir mal, wie weit hier die Fluchtdistanz von dem Wildschwein ist. Das haben wir ja sogar beim Spot noch gesehen, dass es auf 75 runtergegangen ist. Jetzt hier aber dann auch auf 50. Und da hinten laufen dann schon wieder die
Wildschweine weg. Da habe ich jetzt ein bisschen reingelaufen. Aber gut, dann lassen wir die erstmal ziehen und fokussieren hier uns auf die Nachsuche. Und jetzt bin ich auf dem Reh drauf. Aber da vorne sehen wir schon im Busch das Wildschwein liegen. Und das ist nicht so weit gekommen, ne? Aber da haben wir anscheinend auch einen guten Treffer setzen können. Auch wenn ich da erst dachte, dass er nicht ganz so gut ist. Aber wir sind hier Lebertreffer. Ja, okay. Bisschen weiter hinten rein, hinter die Lunge geschossen. Aber Lebertreffer natürlich auch tödlich. 172 Meter. Und dann nach wenigen Metern auch verendet. Das war nicht so lang. Das Reh hier wird dafür umso länger. Denn es ist immer noch bei 100% und sehr niedrig. Da vorne sehen wir noch einen Mufflon. Das nicht so weit weg steht, aber ist ja schon auf der Flucht. Hat mich leider gesehen. Ja gut, schade. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, da nochmal eins von zu schießen, dann jetzt nachzuschießen. Weiß nicht, werden wir nicht so gut treffen, denke ich. Ja, haben wir erwischt, aber wer weiß. Ja doch, droppt auch. Ich glaube, dass der Schuss gar nicht so schlecht war. Auch das auf 75 direkt runtergegangen. Können wir uns gleich auch holen. Wird auf jeden Fall sterben. Bisschen spitzer Winkel natürlich, aber anscheinend die Lunge noch erwischt. Wir bleiben aber immer noch weiter auf dem Reh. Das ist auch in die Richtung gelaufen. Und das ist wirklich eine ganze Ecke gelaufen. Also da müssen wir mal gucken, was wir da getroffen haben. Immer noch bei 50%. Allzu weit dürfte es aber eigentlich nicht mehr sein. Da noch ein männliches Mufflon, was irgendwo abspringt. Aber wir müssen eigentlich jetzt hier langsam am Ende der Sucherei vom Reh angekommen sein. Ja, da laufen die Mufflons alle hier. Ja, aber da kriegen wir jetzt keinen Schuss drauf, ne? Auf die Distanz. Dann ist er doch ein bisschen schnell unterwegs. Aber anscheinend haben wir da oben auch noch irgendwas. Ja, da oben sehen wir sie aufflitzen. Also eine ganz richtige Mufflon-Party hier. Oder oben liegt sogar unseres, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe, können wir uns das schon mal markieren. Dann weiß ich gleich direkt, wo wir hinlaufen müssen, nachdem wir das Reh hier irgendwo eingesammelt haben. Da ist nämlich unser, ja doch, ist ein Mufflon. Ich dachte, das ist halt das Reh, aber dürfte das Mufflon sein. Da im Busch sehe ich aber erstmal nichts. Jetzt müssen wir hier wieder bei der Rehpferde eben ankommen, aber immer noch die weitere Schweißfährte. Was hat denn da gerade gepfiffen, Alter? Was hat der Hund? Wer pfeift denn hier? Ich dachte gleich irgendwo Bigfoot aus dem Busch springt oder so. Junge, Pfeifgeräusche im Wald, immer gefährlich. Aber auch da unten irgendwo noch eins anscheinend. Ah ja, guck mal da. Wachsamerweise steht's da parat. Wenn es sich nochmal drehen würde, könnten wir durchschießen. Das reicht mir eigentlich. Der Winkel dürfte gepasst haben. Ich glaube sogar, wir haben es zweimal getroffen. Erstaunlicherweise nicht gut. Junge. Was hat's denn vor? Was hat's denn vor? Wir kriegen es aber nicht zum Liegen. Aber erstaunlicherweise haben wir den ersten nicht getroffen. Vielleicht bist du so weit vorne, oder? Mag sein, dass wir den ein bisschen zu weit vorne angehalten haben. Im ersten Schuss. Dachte eigentlich, dass ich da gut auf Lungen abgekommen bin, aber ein bisschen Versatz nach vorne war drin. Deshalb war der nicht so passend, denke ich. Aber das Reh hier, das muss jetzt mal hier irgendwo liegen. Das kann jetzt echt nicht sein hier. Wo ist es denn? Er hat schon die ganze Zeit 0 bis 25. Da vorne ist es. Hat aber echt eine gute Strecke gemacht von hier irgendwo vom Feld. Knappe 600 Meter auf jeden Fall. Luftlinie. Also richtig, richtig weit noch gezogen. Wir sehen auch hier den Grund. Ja, war unterschossen vor allen Dingen, aber auch zu weit hinten. Also ein bisschen zu weit unten abgekommen. Das wundert mich fast ein bisschen, weil zu weit unten habe ich ihn nicht gesehen, oder? Wir haben 150 sogar genullt. Okay, erstaunlich. Zu weit hinten, verständlich. Zu weit unten, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal, was wir hier bei dem Mufflon dafür getroffen haben. Das muss ja auf jeden Fall ein bisschen besser gewesen sein. Auch wieder Leber. Junge, ich komme die ganze Zeit immer zu weit hinten ab. Aber hier auf jeden Fall guter Durchschlag, dass wir noch ein bisschen Leber reingekommen sind. Magen-Darm getroffen, war ein bisschen spitz und von hinten. Ähnlich wie bei dem gerade. Da wundert mich aber wirklich. Ja, gut, die Lunge, die geht auch so ein bisschen nach vorne weg, ne? Wahrscheinlich deshalb quasi an der Lunge so vorbeigeschossen oder so. Ich weiß es nicht, müssen wir uns gleich angucken.
Hat er ein paar mehr Kugeln bekommen. Insofern sollten wir es auf jeden Fall ausfindig machen. Ah, sogar hier einen tödlichen Treffer dann gesetzt am Ende des Tages. Das wundert mich fast ein bisschen, was wir da dann erwischt haben, weil es stand ja eigentlich nicht gut zu mir, oder? Im Abspringen. Wir werden sehen. Wir haben getroffen erstmal Schulterblatt. Ja, das, was ich gerade befürchtet habe. Genau das, was ich angesprochen habe. Ne? Die Lunge fällt nach vorne so ein bisschen weg und dementsprechend habe ich halt genau diesen Kanal getroffen. Auf Schulterblatt drauf, aber dann eben nicht mehr die Lunge. Also ganz, ganz knapp an der Lunge vorbeigeschrammt. Das erklärt den Treffer, dann hier Darmtreffer, nochmal Hüftetreffer und dann ja, so ein bisschen seitlich abgekommen und deshalb noch die Leber erwischt. Da also dann den tödlichen Treffer noch erwischt, ganz am Ende des Tages. Aber wir waren ja noch unten auf der Wiese einen Reh, aber vor allem haben wir dann einen Reh. Und das haben wir sehr gut getroffen, denn da sehen wir dann auch mal die Wirkung auf so ein Klasse 3 Tier zumindest. Wenn wir es schön breit aus einer Kurzdistanz schießen. Denn dafür ist die Waffe ja eigentlich auch dann ausgelegt, dass man die jetzt halt nicht auf 150 bis 200 Meter schießt. Denn die Nulldistanzen 150 Meter max natürlich nicht so weit und dementsprechend die Wirkung halt auch nicht mehr so gut. Aber hier sehen wir auf 91 Meter Wirkung haben wir auf jeden Fall noch Doppellunge sogar bei dem Bock hier. Und da dementsprechend dann auch eine ganz, ganz kurze Flussstrecke, nur wenige Meter. Und dann fällt es um. Ein bisschen weiter geschossen, haben wir gerade das Reh da unten auf dem Feld. Ist aber auch dann auf dem Feld noch verendet. Deshalb gehen wir uns das jetzt angucken. Da vorne liegt es auch schon, das Reh hier natürlich auf dem Feld. Leicht zu finden und vor allem nicht weit gekommen, logischerweise. Hier sehen wir es ja auch wieder ein bisschen tief, ne? Ähnlich wie gerade, aber gut, war auch 181 Meter, aber da habe ich schon Höhe angehalten. Und wir sehen, ja, also jenseits 150 wird es dann auch wirklich schwierig mit der Höhe. Wir haben Lunge noch so ein bisschen getroffen, insofern tödlich. Aber wie gerade schon gesagt, eben nicht der prädestinierte Einsatzbereich der Waffe mit der Distanz. Da ist dann halt die 243 dann doch die bessere Wahl. Wenn man da eben auch die weiteren Schüsse vor allem mit der 300 Meter Nulldistanz besser platzieren kann als mit dem Ding hier. Und da hören wir schon wieder einen Reh irgendwo. Ich sehe es nur nicht, aber gut, vielleicht... Wenn wir ein bisschen weiter nach vorne pirschen. Ich höre es zumindest fressen. Also weggerannt ist es nicht. Aber es steht jetzt wahrscheinlich hier in der... Ja, ich glaube da. In dem Senkbereich. Ist aber noch ruhig. Na gut, es ist aufmerksam. Aber relativ nah. Wenn jetzt den Kopf hochnimmt. Nehmen wir den Schuss von vorne. Denn da haben wir wieder den kurzen Einsatzbereich. Und da kriegen wir dann auch den... Herztreffer vielleicht sogar hin. Denn wenn es sofort umgefallen ist, gerade bei Doppellunge nicht, jetzt aber schon, wird also wahrscheinlich wirklich dann der Schuss ins Herz gewesen sein letztendlich. Dann ist ein Fasan, eigentlich ist auch ein Reh. Guck mal, dann können wir das doch gleich noch mitnehmen. Auch eine Ricke, aber erstmal hier unseren Bock logischerweise. Und uns anschauen, was wir da getroffen haben. Ja, Doppellunge und das Herz. Da macht sich der Durchschlag dann bezahlt. Gerade bei 65 Meter Distanz kommt der dann mit der 35er Wertung auf jeden Fall zur Geltung. Da hinten, das hat es wieder beruhigt. Ist wieder am Fressen. Aber auch da natürlich jetzt ein bisschen näher ran. Denn 200 Meter, haben wir gerade gesehen, nicht so gut. Da hinten ebenfalls noch ein Reh. Jetzt haben wir natürlich hier zwei. Aber das hier haben wir jetzt schon hier auf 100 Meter. Damit natürlich auch eine gute Schussgelegenheit. Und hinten auch ein weibliches insofern. Ist es eigentlich egal. Nehmen wir erstmal das hier vorne. Das hinten werden wir dann nicht mehr treffen. Wird wahrscheinlich abspringen. Aber das haben wir sauber erwischt. Ja, das lassen wir dann ziehen, wenn es abspringt. Aber auch hier wieder. Guter Treffer. Wenn man dann in die nötige Schussdistanz kommt, da hinten sogar auch noch eins. Guck an. Also hier einige Rehe auf dem Feld. Aber hier, wenn man wirklich dann in die Distanz kommt, dann sehr, sehr gute Schussleistung auf jeden Fall. Das dahin hat sich auch wieder beruhigt. Das können wir also dann gleich als nächstes anpirschen. Jetzt aber erstmal hier zu dem von mir geschossenen Reh. Müsste eigentlich hier irgendwo liegen, oder? Ah ja, da vorne taucht es gerade auf. Dann können wir das nämlich auch noch aufsammeln. Haben wir für viele weibliche auch, ne? Aber gut, wir haben auch zwei Böcke gehabt. Einen da vorne im
Waldbereich ein auf dem Feld. Insofern nicht nur weibliche Stücke hier, sondern auch ein paar männliche, wenn auch keine guten. Da werden wir nur gucken, dass wir den Winkel wahrscheinlich ein bisschen ändern müssen. Aber das können wir ja machen, indem wir das Viech einfach callen, oder? Ich kann ja schon mal den Caller platzieren. Nah genug sind wir alle mal. Können dann hier auf Reh stellen. Und dann sollte es auf jeden Fall sich in Bewegung setzen und zu mir kommen, sodass wir da einen guten Schuss drauf setzen können. Denn von hinten müssen wir nicht unbedingt schießen. Ist ja keine Moradi hier, ne? Wo wir das Viech einmal durchhämmern. Bin echt gespannt auf die neuen Waffen, wie die performen werden. Da sehen wir dann Freitag. Aber hier sehen wir auch wieder Doppelung Herz, genau wie bei dem vorherigen Reh, was wir da geschossen hatten. Und das hier ist auch schon nur noch gute 90 bis 100 Meter entfernt. Also auch ähnliche Distanz. Wenn es gleich anhält, können wir eigentlich auch da den Schuss ganz gut platzieren. Auch da sitzt der Schuss mit einem glatten Herztreffer. Ähnlich wie gerade, auch wieder ähnlicher Winkel. Müsste eigentlich auch vielleicht auch wieder Doppelung Herz sein. Wir werden es sehen, wenn wir es einsammeln, das gute Tierchen. Dann haben wir da nämlich die Gewissheit, was genau wir da getroffen haben. Aber auf jeden Fall direkt gefallen. Und nee, tatsächlich nicht. Diesmal nur Doppelunge. Erstaunlicherweise ist aber Doppelunge aus der kürzeren Distanz direkt tödlich, wo wir gerade den Bock geschossen haben aus, boah, lass mich lügen, 90 Meter oder so. Hatten wir den auch Doppelunge, aber nicht sofort tödlich. Und hier bisschen höher abgekommen. Und dementsprechend auch Doppelunge getroffen, aber 30 Meter näher dran und schon fällt's um. Also das, was ich gesagt habe. Die kurzen Distanzen sehr, sehr stark bei der Waffe, gerade natürlich bei den Klasse 3 und 4 Tieren, dann 5, 6 hinten raus wird es wahrscheinlich auch wieder schwieriger. Aber auf jeden Fall für die Jagd im Nahbereich eine gute Wahl. Gerade auf so einer Karte, wo halt nur bis Klasse 6 Tiere gibt. Das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.